Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Made of Scare. Es geht endlich weiter. Hier ist der Isaac Williams. Den Dude haben wir in den letzten Folgen besiegt. So, und ich habe mal kurz geschaut. Wir haben ja hier noch zwei neue Schlüssel bekommen und ich habe noch zwei Räume, die ich nicht aufgemacht habe. Einmal hier, der Raum, den schauen wir uns an. Und diesen Raum hier, den schauen wir uns auch an. Wollen wir jetzt eigentlich zu Elisabeth gehen sollten? Wo bin ich? Da bin ich. Okay, ich muss einmal runterlaufen. Das ist natürlich... Oder? Falsche Richtung? Da war gerade einer irgendwo. So, lass mich mal bitte. Sind die überhaupt hier noch? Oder? Ich muss da auf jeden Fall da hoch eigentlich. Erstmal. Who's there? Thomas? Oh Gott. What? What? Okay, erstmal. Hallo? Was war das denn? Erstmal in den ersten Stock. So. Dort die eine Tür öffnen. Wer weiß, was da noch ist. Ha. Herzschlag ist immer noch. Also, das heißt, die sind noch hier irgendwo. Ja, ich höre sie. Alles klar. Da läuft er. Der Rabauke. Na komm. Ist langsam der Gute gerade. Da ist die Tür. Die machen wir schnell auf. Oh Gott, bitte. Lass mich. Perfekt. Jesus! Warum? Ist hier eine Falle oder so? Ah, Moment. Da ist doch eigentlich diese Badewanne, oder nicht? Warum kann man dieses Zimmer? Was hat das jetzt hier für ein... Was hat dieses Zimmer für eine Bedeutung, bitte? Was soll ich hier? Das war jetzt doch nicht nur wegen der... Wegen der Spieluhr da, oder? Aber doch. Nee. Kein Mechanismus zu hören, oder? Nichts. Gut, dann rushen wir zurück. Zum Fahrstuhl. Doch noch sehr, sehr viele hier. Okay. Bitte. Und hoch. Macht's gut, ihr Trottel. Puh. Stimmt, wir haben ja noch dieses eine Zimmer, wo die Badewanne brennt. Und ich glaube, da war noch etwas in der Wanne, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Runter und dann links. Oh, bist du hier nicht der Dicke rumlaufen eigentlich?
Der Abraham müsste doch noch hier sein irgendwo. Nice. Das war die Melodie. Was haben wir da? Aha, das haben wir schon. Geheimraum. Ja. Das haben wir schon gemacht. Okay. Dann war es ja fast, aber nur fast, umsonst. Pass mal auf. Bevor irgendwas schief geht, gehen wir lieber speichern. Er ist der. Beim Fahrstuhl oder was? Tatsächlich. Geh da weg! Das ist mein Fahrstuhl. Oh Gott. Er kommt zurück. Ciao, Mann. Ja, gut, dann gehen wir zur Orgel und reden mit Elizabeth. Ich habe irgendwie ein sehr, sehr mieses Gefühl. Thomas? Wer ist? Mein Gott, als ob du genau neben mir stehen würdest. Weil wir haben hier auf dem Dachboden einen Körper gesehen. War das eine Puppe? Is that you, Thomas? Oder war das sie, der Kopf abgeschlagen worden ist und der Kopf von der Sirene wurde draufgesetzt? Thomas! Jesus, Maria! My love! You're Nein, du safe. Bist echt. Okay. I had to flee the attic. Du bist aber klein. I've been hiding from them ever since. But we must hurry. Do you have the cylinders? Ja. Ja, ich vertraue dir. Nein, ich traue dir nicht. Ich werde das Gegenlied spielen. Na, ja, come on. Come on. Ja, ich vertraue dir. Hier hast du die Zylinder, meine Liebe. Es ist so sus. Warum darf ich das auswählen? Ich habe noch nicht alle Zylinder. We need all four parts of the siren song, all of the cylinders, or this will not work. Find them and quickly. I'll hide here until you return. Okay. Ich setze sie selber ein. Musiktalent habe ich freigeschaltet gerade. Oh Mann, das ist jetzt echt böse. Das ist gemein. Kann ich irgendwo schnell speichern? Oder muss ich immer so weit laufen dafür? Was soll denn das denn eigentlich? Ich glaube, hier lang geht's schneller. Ich möchte nur mal ganz schnell speichern und dann geben wir ihr die Zylinder, würde ich sagen. Ich weiß nicht, irgendwie, sie hat mir an sich noch keinen Grund gegeben, ihr nicht zu vertrauen. Aber ich finde das komplett merkwürdig, dass ich irgendwie auswählen kann. Vor allem mit dieser kleinen Theorie, die ich jetzt eben noch hatte. Dass sie nicht sie ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich am Ende gegen eine Sirene kämpfen muss. Weil das würde irgendwie jetzt nicht so zum Spiel passen. Da bin ich wieder. Du wirkst total verrückt. Come on. Then we cannot waste any time. Quickly, give them to me. Sie wirkt verrückt. Thank you, Thomas. There will be a place for you. Ich habe dir nur eingegeben.
Wieso hat sie so dreckig gelacht? Ey, das ist doch nicht richtig. Oh, oh, ich höre den Dicken. Junge, bist du groß. Oh mein Gott. Was wäre passiert, wenn ich hier nicht getraut hätte? Das werde ich euch, glaube ich, auf jeden Fall zeigen. Aus Tod und Chaos erwuchs eine neue Ordnung, ermöglicht durch durch den eisernen Willen, der dafür nötig war. Aus der Finsternis ging ein neues Lied hervor und gemeinsam herrschten sie über die neue Dämmerung. Oh mein Gott. Oh. Das ist eine lange Folge heute. Nein, wir machen jetzt auch noch auf jeden Fall das zweite Ende, würde ich sagen. Einmal gestorben. Mann! Das wäre beinahe ein No-Death-Run gewesen. Okay, Leute, wir sehen uns jetzt dann gleich wieder, wenn wir das zweite Ende aktivieren. So, Leute, da sind wir wieder. Das war das erste Ende. Und ich vermute mal, das ist das schlechte Ende. Wir haben die Sirene getötet. Die Familie ist komplett durchgedreht, also auch Elizabeth. Ich glaube, sie hat uns von Anfang an verarscht, würde ich einfach mal behaupten. Komplett, von vorne bis hinten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemals irgendwie mal was war. Ich glaube, das hat sie mit purer Absicht gemacht. Sie war ja durchgedreht. Sie war einfach komplett durchgedreht. Ich vermute mal, dass wir in dem anderen Ende... Entweder ist es das Ende, also das Ergebnis, dasselbe. Es ändert sich nichts. Man wird trotzdem gefangen genommen. Oder, was ich glaube ich eher vermute, also was ich eher vermute, ist, dass wir quasi Elizabeth... Vielleicht nicht töten, aber wir schaffen es vielleicht, die Sirene zu befreien. Vielleicht geht es sogar noch ein bisschen weiter, wenn wir das so machen. Hallo, du Hexe. Do you have all the cylinders? Ja, guck mal, weil sie auch schon so, ich sag ja, so aufdringlich ist. Und wenn man schon diese Wahl hat. Guck mal. We shall end all this madness and disharmony and gain control of the Siren's Song for ourselves. Bring order to them. What are you doing? No! Thomas, you don't understand. We must...
Thomas? What am I doing? The counter song, yes. Misery and suffering. To free this thing and my family from this curse. In the light, new harmony was found. Im Licht entstand eine neue Eintracht. Old chains were broken. Wurden durchbrochen. And in the aftermath of the song's end, des Lieds begann a new ein neues. One began. Perfekte Harmonie. Das war's. Das ist echt etwas eine kurze Folge, aber es macht ja nichts. Finde ich schön. Das ist trotzdem sau laut. Naja, egal. Das war's, Leute. Das war Made of Scare. An sich ein cooles Spiel. Also die Atmosphäre ist cool. Leider nicht so gruselig wie erhofft. Und diese Schleichmechanik, die finde ich immer etwas boring. Ist irgendwo auch ein bisschen so ein Pace-Killer, finde ich. Du bist immer irgendwie gewillt zu schleichen, leise zu sein, langsam zu sein. Das nimmt das Pacing ein bisschen raus. Finde ich. Also irgendwie. Man hat das schon so oft jetzt gehabt und so oft gesehen, dass solche Spiele, wo du schleichen musst die ganze Zeit und dich eigentlich nicht wehren kannst gegen die Gegner. Aber sonst, hey, an sich, wie gesagt, eine coole Atmo. Schön. Auch nicht zu lang, also man kann das schnell mal durchzocken. Ist cool, cool, cool. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, oder wenn nein, ist egal. Lasst es mich wissen, mit dem Däumchen nach oben. Oder halt mit dem Daumen runter. Man sieht halt leider nicht mehr, wie viele es sind, aber man kann trotzdem einen runterlassen, wenn es einem nicht gefallen hat. Ja, ich kann es ja niemandem irgendwie verbieten. Ein netter Kommentar wäre auch geil. Irgendwie kleines Feedback, wie es euch gefallen hat. Teilt das Video gerne auf den sozialen Netzwerken, auf den sozialen Plattformen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Support ist kein Mord, sage ich da. Und wir sehen uns dann hoffentlich in anderen Projekten, Videos, Streams, was auch immer wieder. Checkt einfach mal die Videobeschreibung aus. Da sind alle Kanäle verlinkt, die ich habe. Ob es jetzt Social Media sind, ob es Twitch ist oder ob es Spotify ist mit dem Podcast von Mr. Peep und mir. Könnt ihr auch gerne noch reinhören, ist sehr, sehr cool. Wir labern da über sehr viel Quatsch und Nonsens von der Welt. A big thank you, everybody who buys our game. Scheiße, ich hab's nicht gekauft, mir wurde es geschenkt. Also, sie bedanken sich nicht bei mir. Schade. Aber ich bedanke mich bei euch, bei dir, dass du zugeschaut hast. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche allen
schönen Tag noch. Wann auch immer ihr das Video schaut, ob es am Abend ist, am Morgen, in der Badewanne, beim Autofahren. Bitte nicht beim Autofahren, das wäre nicht gut. Im Zug oder wo auch immer. Was passiert da gerade? Oh, what? Ah. Cool. Ein neuer Screen. Haben wir da irgendwas jetzt neu? Was ist eine Herausforderung? Was ist meine Maus eigentlich? Eine lange Nacht. Oh, what? Was passiert hier? Statistiken? What? Was passiert hier? Spiel beenden! So. Egal. Noch einmal, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Hadorime.